Adam ist mehr und mehr an Eva interessiert. Sogar so interessiert, dass er Dinge wagt, die er sich sonst niemals getraut hätte. Für Eva ist Adam ein guter Freund geworden, auch dank der gemeinsamen Gitarrenstunden. Auf Lindas Party tanzt sie nur mit Peter, der in die Siebente geht. Aber nach der Fete übernachtet Eva bei Adam, was in ihrer Klasse heftig diskutiert wird. Das Mädchen, in das er verliebt ist, schläft fast neben ihm. Und wie wird das mit der Klassenfahrt? Ist das Adams große Chance? Denn auf einer Klassenfahrt ist ja alles möglich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich fasse es nicht. Wer braucht denn sechs Schlüpfer in drei Tagen? Ah, großes Spezialheft. Unser Körper. Oh Mann, seit wann hast du Brüste? Du bist so bescheuert, Torbe. Ist dir das klar? Ist dir klar, wie schön die drei Tage ohne dich werden? Ich weiß, wie wunderbar drei Tage ohne dich werden. Du bist so bescheuert. Lass mich bloß in Ruhe. Ja, na klar, geht in Ordnung. Wiederhören. Adam? Zur Nassrasur. Es wird langsam Zeit. Bist du bald fertig? Wir fahren nicht von neun los. Ja, ja, ich weiß, aber die haben mich gebeten, mitzukommen und ich habe noch nicht mal gepackt, verstehst du? Wieso? Wohin fährst du? Ich komme mit dir mit. Ich habe nur den Rucksack, du musst mir nicht tragen helfen. Nein, jetzt hör mal, ich begleite dich auf der Fahrt nach Phrixos. Ich komme mit auf Klassenfahrt. Deine Lehrerin hat eben angerufen und gesagt, dass der Vater von Olle und Rolle nicht mitfahren kann, weil er krank geworden ist. Und ich stehe auf der Reserveliste, so wie es aussieht, ganz oben. Was für eine Riesenkatastrophe. Das wird bestimmt ganz lustig, meinst du nicht? Adam! Adam! Hey, unser süßes Traumpaar! Na, ihr zwei? Sitzen und Ruhe im Bus, ja? Also? Wie ihr gemerkt habt, sind heute nicht die Elternsprecher mit von der Partie. Die Grippewelle hat mal wieder zugeschlagen und unserer kleinen Reise einige Steine in den Weg gelegt. Aber zu unserem großen Glück konnte heute Adams Vater einspringen und anstelle von Rolles und Olles Vater mitfahren. Und Hallo! Hallo! Eva, so fürchterlich ist das doch auch wieder Hallo. Nicht. Ach nein, wie würdest du das denn finden? Hallo. Jetzt hört ihr mich wieder richtig. Ja, leider. Und anstelle von Sophias Mama, weil Evas Mama so freundlich mitzukommen, um euch im Auge zu behalten. Hallo, ich bin Evas Mutter, aber das habt ihr ja inzwischen schon gehört. Ich heiße Mareike, aber ihr könnt mich auch Maike nennen. Und ich bin nicht so fürchterlich, wie ich aussehe. Und ich bin sicher, wir werden alle viel Spaß haben. Jetzt weiß ich, was du meinst. Wenn ich mir meine Mutter da vorne vorstelle, würde ich mir auch total blöde vorkommen. Und das drei Tage lang. Hey, Maike, ich hätte da mal eine Bitte, Maike. Weil ich nämlich total nötig muss, Maike. Ja, also was ich sagen wollte, ich denke Maike und Wojciech. Das ist gar nicht so einfach, ich weiß. Hi, hi. Wojciech, wie gesagt. Sie sprechen aber ohne Akzent. Ja, natürlich. Ich bin hier geboren, also so gut wie. Ich war zwei, als ich herkam, also.
Wo war ich? Wie gesagt, ich denke also, dass Maike und Woll und er einen richtig großen Applaus verdienen. Maike. Wenn ich meinen eigenen Mond hätte, könnte ich dorthin fliehen, zu vergessen. Maike, ich möchte sterben. Mit der nächsten Pinkelpause fahre ich per Anhalter zurück. Danke, Mama. Warum musstest du unbedingt mitkommen? Kennen Sie das nicht? Nein. Ah. Ein Versuch ist das wert, so ein schönes Lied. Kenne ich nicht. Vielleicht können Sie ein polnisches Lied für uns singen, ne? Ja, nein, ich würde... Hey, kleiner Pole, kannst du nicht was singen? Tja, warten Sie, was gibt's denn da? Vielleicht was von Rönder, da in den Armen von uns? Oh, das ist gut, das singen. Wunderbar. Oh, Insel Russlagen, du blühendes Land, hier liegt sich das Schicksal im Winde, hier glucksen die Wellen an erdorbenen Strand. Der Vater weckt in mir das Kind, hier unter der Laube sitz ich auf der Bank und blick auf die Schwalben und das war aber nicht schlecht. Für den Anfang. Kennt ihr denn überhaupt keine Lieder? Ihr habt doch auch kommt welche schon, gelernt. Ihr versucht es ja gar nicht. Habt ihr denn nur noch euren Hip-Hop im Kopf, ha? Ich schlag vor, ja, was denn? Every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Verflucht, dass die einen Freund hat. Sonst hätte ich heute Abend beim Tanzen eine Chance. Adam, ist dein Vater als DJ engagiert? Ach, hör doch auf. Das wird sicher spitze ohne Eltern. Ja, außer für einige. Leg dem Vater auch Kuschelsongs auf? Du bist doch bescheuert, wenn mein Vater in der Disco auftaucht. Dann fahr ich nach Hause. Oh, jetzt wirst du unlogisch. Ich meine, das wär's doch. Wenn du für Kuschelsongs sorgst, werd ich nach deinen Chancen fragen. Bei wem? Wie bei wem? Bei Eva natürlich. Denkst du, ich bin blind? Mann, nicht so laut. Sonst hört dich noch einer und du fragst hier niemanden nach meinen Chancen, kapiert? Schon gut. Dann frag ich nach deinen Punkten. Punkte? Ja. Kennst du das nicht? Nein. Also, 10 sind Maximum. Da kannst du schon feiern. Aber auch wenn du auf 8 oder 7 kommst, hast du beste Aussichten. Dann solltest du sie fragen. Sie sagt ganz sicher ja. Aber ich frag gern für Nein. dich. Nein. Okay, dann eben nicht. Aber nur so läuft die Sache. Kann ich? Ich denke, die haben Schluss gemacht. Langsam! Hey,
Ui, 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 was für ein Wetter. Also alle mal herhören. Wir werden im Frixos Konferenzzentrum übernachten. Lass mich raus, die Mädchen schlafen im sogenannten Hecht und die Jungs gegenüber im sogenannten Eichhörnchen. Ihr geht jetzt bitte zivilisiert und leise auf die entsprechenden Zimmer, bezieht die Betten und räumt eure Sachen ein. Danach versammeln wir uns wieder hier draußen auf dem Hof und können dann die... Ja. Hey, das ist meins, du Schwachkopf! Raus aus dem Bett! Boah, was ist denn das für ein Gestank hier? Hey, er hat eine volle Eier mitgebracht. Ich wandere aus. Ich schlafe bei den Mädchen. Das ist doch was für Thomas. Der kriecht dann gleich zu Sophia. Klar, kann ich doch machen. Zeig her. Adam, sieh mal hier. Die beiden, hä? Hm? Was machen die denn da? Wo hast du das denn her, Jonte? Hey, gib her, das ist nicht nur für dich. Achtung, da kommt jemand. Herhören, Jungs. Wir treffen uns jetzt draußen auf dem Platz. Los mit euch. Los, komm. Ja. Los geht's. Adam, hier draußen gibt's ein paar Millionen Mücken. Nichts zu tun und vor allem keine Jungs aus der siebten. Verstehst du? Das heißt, die Mädchen werden schon aus Langeweile hinter uns her sein. Und wer ist hinter dir her? Hey, willst du einen Tipp von mir? Also, ich würde mich mit Annika anfreunden. Wieso? Wir verstehen uns doch. Du musst dich super gut mit ihr verstehen, damit sie dich toll findet. Denn wem wird sie das erzählen? Eva. Und ihr seid doch schon so gut wie zusammen. Meinst du echt? Naja, als noch nicht bei uns warst, da fand ich Julia mal ziemlich klasse. Ach ja? Und zu wem war ich da wohl ganz besonders nett? Und wessen Kumpel bin ich da wohl geworden? Sophias natürlich, weil sie Julias beste Freundin ist. Raffiniert, hä? Und? Hat's funktioniert? Warst du mit Julia zusammen? Nein, aber mit Sophia. Ich finde, du solltest probeweise mit Annika flirten. Die Zimmer sind doch schön, oder? Die sind total ätzend ohne Fernseher. Der steht im Gemeinschaftsraum. Hör zu, wir teilen uns jetzt in Gruppen auf. Mia, komm zu uns. Drei oder vier in jeder Gruppe. Es geht darum, die nähere Umgebung zu erkunden. Dazu interviewen wir auch die Ortsbevölkerung und sammeln zu unterschiedlichen Themen Informationen. Ihr seid Gruppe 1 und euer Thema lautet Probleme der Schweinezucht in einem EU-Land. Wie passend, dann kannst du Ringelschwänze zählen. Schluss jetzt, Jonte. Ihr seid Gruppe 2 und euer Thema heißt Einzelhandel in einer Abwanderungsregion. Adam, das ist richtig super, oder? Riech ich nach Schwein? Oh ja. Ich aber auch, obwohl ich vorhin zweimal geduscht habe. Typisch. Aber süß waren die. Die Ferkel. Waren sie doch, oder? Guck mal. Obwohl alle drumrum stehen.
Wusstest du, dass sie wieder ein Paar sind? Obwohl man in der Schule gar nichts gemerkt hat. Aber hast du das im Bus gesehen? Pass auf die Zahnspange auf, sonst hängst du fest, Sophia! Junte wird immer schlimmer und schlimmer, oder? Nur weil dich bestimmt keine küsst. Würdest du dich das Gleiche mit Adam trauen? Oh, nein! Und wieso denn Adam? War ja nur eine Frage. Immerhin hast du eine Nacht bei ihm verbracht. Wir haben nicht im selben Bett geschlafen. Ich sag doch, dass wir nur befreundet sind. Ja, ja. Aber ich finde, dass er wirklich sehr nett. Finsternis. Kinder, hier war es ja total dunkel. Wie wolltet ihr denn da noch was sehen? Adam! Naja, wir haben es jetzt 10 Uhr. Es wird Zeit, ins Bett zu gehen. Komm, es ist spät. Wir wollen morgen schon früh auf den Beinen sein, frisch und munter. Thomas und Sophia. Darauf muss man erst mal kommen. Ich meine, sie ist doch eins der hübschesten Mädchen der ganzen Klasse. Und dann er mit seiner Zahnspange. Auch noch einer besonders großen. Das heißt doch, dass alles möglich ist, oder? Ich meine, wenn er das schafft. Ja, jedenfalls haben sie das Licht ausgemacht. Das ist wirklich eine nette Klasse. Wenn man die Zügel straffelt. Ich meine, wenn ich zu ihnen Licht aussage, dann bedeutet das aber auch... Licht aus, du Idiot, die sehen uns. Keine Panik, die glauben, wir schlafen. Jetzt brauche ich auch einen Zug. Eva, schläfst du? Nein, ich bin draußen und rauche. Typisch Jonte und Gefolgschaft, hä? Mhm, mein Bruder macht das genauso. Aber Mama weiß davon nichts. Hast du es probiert? Ist doch sicher eklig. Nein. Worüber hast du mit Adam gequatscht? Wann denn? Na, vorhin beim Tischtennis. Ihr habt ewig lange gesprochen. Ach so, Adam hat mir nur gezeigt, wie man den Ball anschneidet. Er kann richtig gut Tischtennis spielen. Aha. Na, hat die Kippe geschmeckt? Was? Rauchen gefährdet die Gesundheit. Ich hab nicht geraucht. Wo warst du dann? Draußen. Du, Eva, frag Sophia mal, ob Thomas auch draußen war. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Verdammt, Jotte, komm schon, es ist kalt. Mann, Jonte, so eine Kacke. Nein! Jonte, was hast du dir dabei gedacht? Naja, ich... Ich verstehe, dass ihr die ganze Nacht auf sein wollt und euch Streiche ausdenkt, aber das hier... Es war ein Versehen, wir waren auf dem Weg ins Haus. Ich weiß, dass du es zu Hause nicht leicht hast. Da kann es schon mal mit einem durchgehen. Aber stell dir mal vor, was hätte passieren können.
Ich mache dir einen Vorschlag. Ich behalte die Geschichte für mich. Ich erzähl's weder in der Schule noch deinem Vater. Danke. Und du versprichst mir dafür, dass du das nächste Mal deinen Kopf benutzt. Na schön. Ja, wie Bäume gepflanzt werden, das wissen wir jetzt ganz genau. Aber wenn wir uns ein umfassendes Bild von der Forstindustrie machen wollen, sollten wir herausfinden, was mit den Bäumen geschieht, wenn sie groß und stattlich geworden sind. Werden sie vielleicht in einer Papiermühle zu Papier verarbeitet? Keine Ahnung. Sie haben nicht gesagt, dass wir danach fragen sollen. Ich weiß nicht. Stahlwolle, tiefgefrorene kleine Fleischbällchen zu 300 Gramm, große Bällchen zu 700 Gramm, tiefgefrorene Hamburger. Ach nee, die waren alle. Beutel, tiefgefrorene amerikanische Gemüsemischung, tiefgefrorener Mais, tiefgefrorene Maiskolben, tiefgefrorene Hähnchenkeulen. Warte mal kurz, Jonte. Offenbar sieht das Sortiment hier im Einzelhandel gar nicht so schlecht aus. Aber inwieweit hat sich die Situation verändert seit der Eröffnung des großen Einkaufszentrums in dieser Region? Wie, Naja, also, ich dachte, ihr... Danke, Gruppe 2. Die Schweinegruppe. Ja, also los geht's. Adam ist... Das Schwein. Halt doch die Klappe. Adam ist der Bauer. Erstmal wüssten wir gern ihr Alter und dann, ob sie schon immer Schweine gezüchtet haben. Ja, wie mein Vorgänger schon. Und ich bin jetzt 57. Und ist das hier ein ökologischer Hof? Nein, weil es die Politik im Sinne der jetzigen Regierung ganz... Ganz unmöglich. Ganz unmöglich für uns Bauern macht, von einer ökologisch betriebenen Landwirtschaft zu existieren. Wer kann segeln so ohne Wind? Wer ohne Flinte schießen? Wer nimmt Abschied vom besten Freund, ohne dass Tränen fließen? Ich kann segeln so ohne Wind, kann ohne Flinte schießen, vom Freunde Abschied nehmen kann ich nicht, ohne dass Tränen fließen. Ja! Bravo! Eva, warum spielst du nicht was? Weil ich das jetzt nicht so gut finde. Eva spielt inzwischen nämlich schon ganz prima Gitarre. Seit sie zusammen mit Adam Unterricht hat, ist sie schon viel besser geworden. Aber hier vor allen zu spielen, ist ja noch mal was anderes. Na, wie läuft's? Gut, ich bin gleich fertig. Idiot, ich meine doch den Plan. Seid ihr beide nun Freunde? Die besten Freunde, das ist dein Plan, nicht meiner. Annika wird nur von dir schwärmen, wenn sie mit Eva redet. Ey, lass das. So werden wir nicht fertig. Annika hat wirklich viel mit Adam gequatscht. Nicht, dass es mich interessiert. Ich dachte nur, Annika hätte was für Alexander übrig. Ich verstehe nicht, warum sie sich so mit Adam beschäftigt. Es interessiert mich ja nicht.
glaube, sie schlafen wieder. Seid ihr soweit? Okay, vorwärts! Was hast du gemacht, Jonte? Doch nicht so schlau, hä? Psst. Nicht so laut, du weckst die anderen. Ist sowieso zu kalt. Können wir gehen? Oh? Schon, Adam. Ich habe keine Badehose. Na, dann badest du eben nackt. Ja! Yeah! Es war eine gelungene Klassenfahrt. Das finden jedenfalls Eva und Adam. Aber wird Adam Eva jemals nach seinen Chancen fragen? Werden Eva und Adam jemals mehr sein als Freunde? Was will Eva eigentlich? Will sie was von Peter? Warum geht Eva aufs Hardrock-Konzert? Und warum nicht mit Adam? Und warum flüchtet Eva so verzweifelt vor Annika und das Splitterfaser nackt? Was hat sie erfahren? Verpasst nicht die nächste Folge. Bloß.